Wenn du an dich in 10 Jahren denkst, was von dir möchtest du unbedingt behalten? Ich glaube schon so auch meine positive Art, weil ich habe, also meine größte Angst ist es, wenn ich alt bin, dass ich irgendwie frustriert bin und so verbittert und das Leben nicht mehr mag, und das würde ich behalten wollen, so meine positive Einstellung. Und was möchtest du verändern? Weniger nachdenken, also eher so einfach mal nicht immer über alles den Kopf zu zerbrechen, weil es bringt irgendwie nichts, und ich glaube, das tut einem auch nicht gut. Okay. Das würde ich gerne ändern. Und was möchtest du nicht mehr mit dir rumtragen? Die Frage, ob ich als Frau in einer Gesellschaft lebe, die gleichberechtigt ist. Also wenn ich in 10 Jahren, würde ich gerne einfach die Sicherheit haben, dass ich die gleichen Chancen habe und die gleiche Bezahlung bei gleichen Kompetenzen habe wie ein Mann. Das, ja, das habe ich mir Mühe gegeben. Okay, du kannst wahrscheinlich denken, dass es die gleiche Frage ist. Also, was möchtest du unbedingt behalten? Also ich glaube, mein Glaube, dass man irgendwie das Unmögliche erreichen kann. Mhm. Weil ich auch so halt schon noch merke, ich habe halt eben mein großes Ziel, Olympisches Spiel zu erreichen. Das habe ich mir irgendwie so gesetzt als, weiß ich, 13-jähriges Mädel. Habe ich nie gedacht, dass ich das erreiche, und das habe ich erreicht. Und jetzt habe ich halt auch große Ziele halt, nicht im Sport, sondern auch noch außerhalb, und die halt auch irgendwie unmöglich sind für viele. Cool, aber ich will es trotzdem halt erreichen. Ja, ist cool. Das ist echt cool. Und was möchtest du verändern? Meine Ungeduld. Also ich bin komplett ein ungeduldiger Mensch und ich will alles sofort haben oder alles sofort gleich machen. Und ich merke halt einfach, dass manche Dinge unviel Zeit brauche und halt sie auch erst entwickeln müssen, und das, glaube ich, soll ich lernen. Cool. Und was möchtest du nicht mehr mit dir rumtragen? Ja, dass ich glaube eben vor allem nicht so wie auf die Meinung anderer Menschen gebe, sondern eben auf mich selber vertrauen und halt mich nicht von außen irgendwie lenken lasse. Cool. Ja. Super.